Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800. Spielstand gespeichert. So, jetzt, nachdem er den garstigen Onkel und er dann die Schulden, ja. Okay. So, kurze. Ah, okay. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Meine Frau meinte, ich könnte Sie ja mal fragen. Nur ein wenig Beachtung. Mehr braucht's nicht. Ich habe Optimierungsmöglichkeiten aufgetan, die du angehen solltest. Okay. Was macht die Handelskammer? Ah, okay. Nutzt Items, um umliegende Gebäude Produktion zu verbessern. Ah, okay. Ja, sagen wir jetzt so. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Deine wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Ja, davon würde ich eher ausgehen. Na klar, wir sind ja dann auch Konkurrenz für ihn. Da hinten was? Nee, auf der Ecke ist nichts. Arbeiter. Meine Kirche. Kirche.
Spielstand gespeichert. Oh, am liebsten würde ich ihn wegputzen. Da muss ich jetzt gucken. Das sind ja 5 Felder. Wie man die jetzt am günstigsten platziert. Moment, wartet mal. Einige Felder könnten helfen. Ja. Bin schon dabei. 3, 4, 5. Ja. Und wenn ich jetzt hier... Eins, zwei, drei... 4, 5. Perfekt. Wo bleibt mein Segeltuch?
Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Spielstand gespeichert. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Entschuldigung. Nehmen wir das mal weg. Stahlträger, Seife, oh Gott. Segelschiffe, produziert klassische Segelschiffe auf der Insel. Die Armen. Warte, ich hole euch Schiffbrüchige. Gerettet. Und nun, bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Wisst ihr was? Öffne den Brief, er birgt ein Geheimnis, jede Wette. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Oh Gott!
Spielstand. Da muss ich mich jetzt mal kurz entscheiden hier. Oh, das ist jetzt wirklich schwer. Entweder bringen sie Edwards politische Gefangene zu Ellie Blackworth oder neugieriger war Katze tot. Öffnen sie den versiegelten Portal, um auf das Dokument zuzugreifen. Oh. Ey, das ist echt schwer. Wie soll man sich da entscheiden? Ich schätze deine Hilfe, wie überfällig sie auch sein mag. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, Feuerwehr ist ja schon unterwegs. Was macht die? Unterhaltskosten plus 25, Produktivität plus 25. Ach so, das hat gar keinen Einfluss hier da drauf.
Was soll ich tun? Das ist eben jetzt die gute Frage. Öffnen wir jetzt den Brief? Oder? Ja, das Dings ist ja eingedämmt. Die laufen alle beide auf 100%, das ist super. Läuft auch auf 100%, 100%, 100%. Die Frage ist... Entschuldigung. Die Flammen wurden gelöscht. Ist das jetzt hier 1:1 oder nicht? Sie gehören schon fast. Okay. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das hier so hinhaut. Ansonsten baue ich noch eine Schweinefarm. Schade, die Kirche ist eins breiter. Hier wird es aber gut hinpassen, oder? Ja. Ja. Okay. Das ist echt eine schwere Entscheidung. Nehme ich. Mitverschwörer. Sehr geehrter Direktor Blackwolf, mehr zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel. Verbrechen und Strafen wie folgt. Okay, Gebrauch unflätiger 16 Jahre Zwangsarbeit. 16 Jahre Zwangsarbeit. Identität. Alter, was ist denn das für ein Typ?
Spielstand gespeichert. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Ganz ehrlich, ich bring die da hin. Nee. Das ist mir scheißegal. Die Schuld kann ich begleichen. Was haben Sie da im Schlepptau? Politische Gefangene. Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Jawohl. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Ja. Welches Recht? Welches Recht? Du mischst dich die ganze Zeit in meine Belange ein. Ich bin Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Das Lager ist voll. Jawohl. Was? Ach so, 25 Steine. Okay. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.